Berlin-Ligist gegen ambitionierten Landesligist, das die Paarung auf dem Kunstrasenplatz der Hans-Rosenthal-Sportanlage. Der FC Novi Pazar Neukölln mit neuem Coach Ingo Reisner zu Gast bei Berlin Türkspor, ebenfalls mit neuem Übungsleiter Oliver Kibak. Der Saisonstart beider Ligen erst im August. Für Türkspor geht's in gut 2 Wochen los. Novi Pazar startet 15 Tage später. Rein ins Spiel Novi Pazar, der Landesligist in Blau von rechts nach links mit dem besseren Beginn. Erster gefährlicher Abschluss, noch leicht abgefälscht. Türkspor-Keeper Tobias Pfau ist da. Die anschließende Ecke kommt gefährlich vors Tor. Türkspor kriegt den Ball nicht raus. Wieder Kiam Palak, nächste gute Möglichkeit. Dann mal die Gegenseite. Türkspor geht früh drauf, setzt den Gegner unter Druck und trifft. Doch der Unparteiische entscheidet auf Foulspiel. Wir schauen nochmal drauf. Glück für Novi Pazar. Der Berlin-Ligist bleibt jetzt dran. Erhan Bacici behauptet die Kugel. Kai Hörschlein ist das beste Türkspor-Chance. Der Querbalken verhindert den Einschlag. Zweiter Durchgang, jetzt erwischt Türkspor den besseren Start. Demircan Diekmen, toller Flugball für Hörschlein. Ein ganz knappes Ding, der nächste Hochkaräter für den Berlin-Ligisten. Das Team in Weiß drängt auf die Führung. In der Folge wird's dann aber hektisch. Viele Fouls und viele Emotionen. Türkspor-Trainer Oliver Kibak kaum zu bremsen, außer sich nach diesem Foulspiel hier, wird dann auch verwarnt vom Schiedsrichter. Das ja eine von vielen neuen Regeln. Zurück zum Sportlichen, jetzt mal wieder Novi Pazar mit gutem Pressing. Und dann wird dieser Pass hier zum Torschuss ein ganz fieses Ding. Tobias Pfau im Türkspor-Kasten ist aber hellwach. 69 Minuten sind absolviert jetzt. Erspielen sich die Gäste ein leichtes Übergewicht. Die Flanke noch zu weit, die hier aber nicht. 1-0 Novi Pazar, Denis Bacic. Er steht da, wo er stehen muss, aus den Augen verloren von der Türkspor-Defensive. Wie reagiert der Berlin-Ligist auf diesen Rückstand? Das ist Diekmen. Wieder ein guter Ball des Kapitäns Kemal Acker. Nichts wird's. Das die letzte Chance des Spiels. Türkspor unterliegt Novi Pazar mit 0-1. Na, ich würde sagen, wir haben sehr gut gegengehalten, wir haben die Zweikämpfe genommen, wir waren stabil gewesen, hätten das ein oder andere Tor mehr machen müssen und ja, war ein guter Test gewesen, wir sind noch am Anfang, wir müssen erst finden und wir sind gut dabei, eine Mannschaft zu werden und das ist A und O. Ja, wir haben viele neue Leute geholt, man muss ja erstmal eine Mannschaft planen, wir sind jetzt in der 8. Einheit und das wird unser Primärziel sein. Man muss natürlich auch sagen, dass wir wirklich momentan viele angeschlagene Spieler haben. Heute wieder bei der Innenverteidiger ausgefallen. Nach kurzer Zeit, die musst du erstmal kompensieren. Vorbereitung ist immer relativ hart, da kann viel passieren. Also müssen wir weitermachen. Zum Saisonziel schwer zu sagen, Platz 7-10. In gut 2 Wochen wird's ernst. Dann geht's los für den Berlin-Ligisten mit einem Gastspiel bei Empor Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.